Oh, hi, ihr seid ja auch schon da. Wir sind Ella, Hanna und Agnes. Wir kommen aus der SV. Wir zeigen euch heute mal einen normalen Schulalltag am Schiller-Gymnasium. Wir sehen uns gleich wieder. Wir müssen nur kurz noch unsere Fahrräder in den Fahrradkeller stellen. Wir haben erst noch den Termin bei Herrn Schäfer. Voll im Unterricht. Ihr könnt gerne mitkommen. Oh, guck mal, da ist Paul. Und springt. Super gemacht. Komm, Paul, wir gehen ins Sekri. Hier ist gerade Klassenrat. Den gibt es einmal in der Woche. Im Klassenrat kann man alle Probleme und Wünsche der Klasse besprechen. Es gibt immer zwei Vorsitzende, die dann so das leiten. Den ganzen Klassenrat, dass die Lehrer nicht viel machen müssen und dass das unseren Klassenzusammenhalt stärkt. Psst. Hier ist gerade Lernzeit. Es gibt 5 Lernzeiten in der 5. Klasse in der Woche, immer in der 4. Stunde jeden Tag. So musst du deine Hausaufgaben nicht mehr zu Hause machen. Zuerst gibt es eine 15-minütige Stillarbeit, da kannst du deine Aufgaben ganz in Ruhe erledigen. Wenn du die ganze Stunde Stille haben möchtest, kannst du auch in unseren Raum der Stille gehen. Nach den 15 Minuten Stillarbeit kannst du leise mit deinem Partner reden, iPads benutzen und dem jeweiligen Fachlehrer eine Frage stellen. Hier ist gerade Sportunterricht und das ist eine von unseren Sporthallen. In der 5. Klasse gibt es 5 Sportstunden pro Woche, das heißt praktisch jeden Tag eine Sportstunde. Außerdem gibt es keine Sportnote auf dem Zeugnis, sondern ein Sportzertifikat, wo Tipps, Ratschläge und Anregungen drauf sind. Zusätzlich zu den ganzen Sportstunden gibt es auch in jeder Jahrgangsstufe noch 2 Turniere, wo sich die Klassen miteinander messen können und jetzt wie zum Beispiel in der 5. Klasse beim Fußball oder Spielefest einen Wandertag gewinnen können. Also einen Tag, wo die ausruhen dürfen, was sie machen. Das hier ist die aktive Pause. Hier kann man sich jede Pause gegen einen Schülerausweis Sachen ausleihen. Jonglieren lernen kann man aber auch in der Zeit 4 agieren. Außerdem gibt es auch AGs. Das ist die Zeit für euch und ihr könnt selbst wählen, was ihr machen wollt. Wie zum Beispiel in die Welt des Theaterspielens eintauchen. Sich entspannen, zeichnen und mit seiner Kreativität spielen. Den
den Rhythmus der Musik auf der Bühne spüren und seine eigenen Choreografien tanzen. Bogenschießen wie Robin Hood. Alles über den Garten und unsere Schulbienen kennenlernen und sogar eigene Wachs- und Honigprodukte herstellen. Seine eigene Geschichte schreiben und sie anderen vorstellen. Eigenen Schmuck und Geschenke herstellen. Neue Instrumente lernen und coole Stücke mit anderen Kindern spielen. Hörraum gehen. Was ist das? Das ist ein Ort, an dem du recherchieren kannst an Computern, mit iPads arbeiten kannst, mit unseren Sachbüchern arbeiten kannst oder dir einfach ein Buch schnappen kannst und in deinem Sessel entspannen kannst. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Bei uns seid ihr herzlich willkommen und wir würden uns sehr auf euch freuen. Und zum Abschluss noch einen kleinen Rundflug über unsere Schule. Bis bald vielleicht.